So, und damit ein herzliches Willkommen wieder zurück zu Hellblade Part Nummer 4. Part Nummer 4? Part Nummer 4, genau. Jetzt muss ich mich gerade mal orientieren. Wo waren wir denn? Wir sind von hier gekommen, gell? Wir sind von hier gekommen und gehen jetzt wieder hier. Weil wir haben nämlich den Auftrag, den zweiten Miniboss oder Boss, ich weiß nicht, zu legen. Der erste war schon knackig. Ich dachte kurz, wir schaffen das nicht. Aber haben wir gut gemacht. Jetzt ist gerade noch alles schön Friede, Freude, Eierkuchen, alles angenehm. Es ist so schön sonnig. Helheim ist das, ne? Ja, das ist Helheim. Und ja, wie gesagt, Friede, Freude, Eierkuchen, geht klar. Und hier war drin wir schon. Dann gehen wir nämlich einfach wieder zurück. Boah, es ist echt warm draußen. Mann, es ist echt. Ja, gut, Sommer halt, ne? Man kennt's. Ich weiß jetzt noch nicht, ob die Tür sich wieder schließt. Nein, tut sie nicht. Aber dann müssen wir zur anderen Tür jetzt. Die eigentlich. Hey! Was soll das denn? Oh Gott, du bist riesig. Schade, ich dachte gerade. It's nearly over. Finish it. He's gone. Wo ist der nächste? Ey! Wurde ich gerade ausgelacht? Na komm. Ich mag diese Fähigkeit. Ich mag die sogar sehr. Scheiße, wie viele sind denn da? Ey, du Sack. So geht's doch. Ich find's super, dass wir hier alles ein bisschen mit Zeitlupe versehen können. Das ist echt gut, dass wir den zuerst gemacht haben. Okay. Ey, komm her. Wow. Okay, ich muss hier mal kurz weg. Der kommt mir doch gerade ein bisschen zu nah. Der ist stark. Und ich glaube, ich kann noch einen Hit kassieren. Fuck. Ja. Kleiner Pisser. Komm her. Komm her. Ich versuch's ja zu finishen. Na also. Okay, ich muss weg. Blocken bringt nichts. Oh, ich sehe nichts. Blöde Kamera. Das war jetzt scheiße. Ich glaube, ich kann noch einen Hit vertragen und dann bin ich weg. Na also. Ja, ich weiß. Da ist er. Die nächste Challenge. Surt, the fire giant has answered. He comes from a land older than mankind. And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground. Okay. Find him, Senua. And spill his blood. Er schreit uns halt einfach an, gell? Mann, 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 Mann. She found the wretched old fool on her way back from the wilds. An outcast. Was badly burnt all over. Krass, guck mal. She took pity on him. He was not born for this world. Like her. He spoke of his own darkness. The Northmen.
We each walk these lands, gazing towards different horizons, some of us further than others. Your father cannot see what you see, but there is nothing wrong with seeing the world the way you do. Krass, dein Vater sieht die Welt nicht so, wie du sie siehst. Jetzt mal ganz doof, das ist doch eine Symbolik hier mit dem Wasserfall. Das ist schon krass geil gemacht. Das ist schon sehr, sehr krass geil gemacht. Okay, jetzt müssen wir mal zu Surt. Surt, Surt. Wir machen den platt. Wir werden den sowas im platt machen. Hoffe ich. Jetzt sieht noch alles schön aus. Ich mag das, wenn es schön aussieht. Und jetzt wird's dunkel. Man kennt's. Gefühl bei der Sache hier. Muss ich hin? Da. Ah, ja. Okay. Lass uns erst mal gucken, das Tor. Alter. No. Haha. Na komm. Noch einer. Komm! Die Dinger, die Gegner sind gar kein Problem an sich, wenn sie nicht mit 50.000 Leuten kommen. Aber die mit dem Schild sind hart. Jetzt mal ohne Scheiß, die mit dem Schild sind richtig fies. Komm! Wow! Und die Batterie ist etwas leer. Das ist schlecht. Noch einer? Nein, das war's. Diese Mistviecher. Nein, bisher noch nicht. Yes, I heard their screams, and I still hear them now. Okay. Ich dachte, das könnte gehen, oder von der anderen Seite. Ja, hier, ne? Und okay, wo soll das sein? Also ich finde diese Rätsel eigentlich voll geil. Machen mir echt Spaß. Nur jetzt bin ich hier... Ach, guck mal, da hinten ist safe. Da hinten ist doch safe da irgendwas. Ja, da, guck mal. To Helheim is sealed to the living, but you already walk amongst the dead. Look towards the gate, and you will see that it has opened. Ja, da bin ich mal gespannt. Oh yeah. When they first came to my lands, I knew enough of their tongue to beg for mercy, and they took me as a slave. I wish now. Slaughtered me like the others. I rode their storm of fire, death, and slavery to many lands. This darkness you speak of? I know it well. And I'm still here to fight it. Kommt mir das nur so vor? Oder wirkt der Typ ein bisschen aggressiv? Keine Ahnung, irgendwie. Weiß ja nicht, aber das sieht nach Kampf aus. Ich hab's gewusst. Oh nein, nicht der. Den sollte ich als letztes platt machen vielleicht. Oder? Oh. Kleiner Sack. Fuck. Na komm. Na also. Komm her. Oh, zwei Stück. Das ist schlecht. Stop.
Fuck. Und weg. Fuck. Der ist schwer. Na also. Fuck, der ist zu stark. Boah. Wow. Komm her. Komm her. Noch einer. Scheiße. Au. Wo ist der andere? Da ist der andere. Wow. Es ist doch anstrengend, das Kampfsystem. Wow. Wow. Digga. Wow. Ich weiß, ich bin close. Na komm, mach mit dem erstmal. Du hast auch nicht mehr. Und tschüss, Diggi. Na, wow. Oh, das war nice. Oh, das war sogar sehr nice. It's nearly over. Finish it. Anstrengend. Also jetzt mal wirklich, die Kämpfe sind langsam doch ein bisschen fordernd. When you see a fire gate of Surt, know that only a sacrifice will stoke the fires of Muspel and let the dead walk through. Find the fire, Senua, to follow the path to Surt. Okay, krass. Dann lasst uns doch mal gucken, wie ich das Feuer finde. Wo kam ich denn eigentlich her? Ich kam von... Moment, das war aber eben noch nicht offen, oder? Das müsste aber doch das Feuer sein. Ach, ich glaube, ich weiß, wie ich es fokussieren soll. Ah, okay. Alter, was zum Teufel? Boah, das ist ja... Ich habe das gar nicht mehr so in Erinnerung gehabt. Das ist ja richtig abgefuckt. Hell will not give you the answers you want. But you mustn't look away from the horrors it does offer. Because you cannot overcome suffering. If you refuse to look at it. Okay. Alles klar. Get through. She'll need to find another way. Truth and sand. Ah. Wir haben wieder was. There's always a way. Find your own way. You just have to find it. It is waiting for you. It was never going to be that easy. The Northmen tell this story. Before the Earth was created, there was a world called Muspel. Because it was in the south, it was bright and hot, flaming, burning. Sparks that flew out from Muspel became the stars. Other sparks melted ice in the frozen world of Niflheim, creating the body of the first giant, Ymir. Muspel is one of the nine worlds, and is now the land of the fire giants. And people from elsewhere cannot endure a journey there. Okay, alles klar. Ich mag die Geschichte. Aber wir haben da wohl zwei verpasst, aber die habe ich das letzte beim ersten Durchlauf auch verpasst. Aber ihr seht, es ist nicht mehr viel und dann, ja, haben wir gerade mal die ein Viertel. Das ist schon krass, das ist schon richtig krass. So, meine lieben Zuschauer, ich werde jetzt hier aber erst nochmal einen Schnitt machen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Ich freue mich drauf.
Das Spiel macht nämlich echt Spaß und ich wusste es, weil ich bin bei einer Stelle damals nicht weitergekommen, weil ich die Schwierigkeit auf Mittel hatte und ich bin da zu oft verreckt. Ohne Scheiß, ich bin da zu oft verreckt und das war sau schwer. Jetzt habe ich es auf leicht gestellt und es ist trotzdem fordernd. Also es ist schon krass. So, aber in dem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Dann habt noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns am Mittwoch wieder. Dann bis dann. Haut rein.